Hallo Vespa-Fans, heute habe ich eine kleine Rallye für euch. Eine TS 125 zum Restaurieren. Vespa TS 125, die kleine Rallye. Ja, der Roller war teilzerlegt. Es sind auch noch einige Teile hier im Karton, kommen wir noch später dazu. Es fehlt der Tacho zum Beispiel. Was ich feststellen konnte, auch die, also Gummi fehlt nicht hier von diesem Handschuhfach. Das habe ich auch in der Kiste auch noch sehr gut erhalten. Dann Blinker und sowas auch in der Kiste drin. Ja, wie gesagt, Baujahr 1977, ist im Moment auch nicht fahrbereit. Tank ist verschmutzt, der muss gereinigt werden. Der war auch ausgebaut. Habe ich auch noch mal ein separates Foto gemacht vom Innenbereich. Ja, so von der Karosse her ist aus meiner Sicht auch gut erhalten. Da muss nichts geschweißt werden. Die war silbern. Dieser O-Lack ist auch noch unten drunter. Ja, Restaurationsobjekt zum selber herrichten. TS 125. Ja, da schauen wir mal in den Karton rein. Hier ist zum Beispiel dieser Gummi, ist auch super für das Handschuhfach. Die Gummis für die Leisten unten. Diverse Blinker und Kleinteile. Das Fahrzeug hat leider keine Fahrzeugpapiere. Der Roller war in Frankreich angemeldet. Es gibt hier nur so eine Zertifikation dazu. Baujahr 1977, 4.1. VNL3T 13537. Die Nummer stimmt auch mit der Karosserienummer hinten neben Motor und dieser Plakette. In Frankreich hat man das ja hier. Stimmt doch alles überein. Das passt auch. Zündschlüssel ist drin. Aber hier Lenkerschlüssel. Und für das Handschuhfach der Schlüssel, der fehlt. So, Seitenhauben habe ich mal runter gemacht. Die Nummer hier, wie gesagt, die eingeprägte, das passt auch mit dem Zertifikat überein. Auch hier keine Unfallschäden zu erkennen. Das passt. Und hier sieht man auch diesen Originallack. Und der lässt sich auch schon mit dem Fingernagel abkratzen. Hier kann man vielleicht eventuell wieder den O-Lack herstellen, hier beilegen, auch alles möglich. Ja, von der Seite passt das mal. So, von der Seite hier im Rahmenbereich sieht es auch gut aus. Hier habe ich mal abgeklopft alles mit dem Schraubenzieher. Das war auch okay. Hier Flugrost. Hier haben sie eine Revisionsöffnung reingemacht. Das gehört da wahrscheinlich nicht hin. Habe ich so noch nicht gesehen bei einer Rallye. Auch hier im Bereich mir anschaue, keine Unfallschäden zu erkennen. Das passt auch von der Seite. Da schauen wir mal, ob ein Zündfunke da ist. Ja, super. Ja, die Kamera wackelt. Kann man sehen, passt. Jetzt mache ich noch ein bisschen Zweitaktöl in den Zylinder rein, dreht mal durch und dann starten wir mal mit Startpilot. So, da wollen wir mal starten, selbst anspringt. Super, Licht geht auch. Hier die beiden Seitenhauben können wir ja mal umdrehen. Was man mal von innen sieht, da ist auch noch der O-Lack. Hier ist irgendwie so ein Rostschutz drauf. Ja, okay, da haben wir also, wie gesagt, eine Vespa TS 125, die sogenannte kleine Rallye zum Restaurieren für euch. Ja,
dann sage ich mal tschüss und ich würde mich auch über einen Daumen hoch mal freuen. Bis später. Tschüss. Ciao.